super, okay. Schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch Schönes? Oh. Hier haben wir noch mal ein bisschen Brandschutz, ne? Für Feuer. Da haben wir halt einmal noch mal im zweiten Verteiler noch mal die B-Schläuche da drin. Ja. Hier haben wir unseren Schnellangriff, was andere alles als festen Schlauch haben. Ja. Das haben wir jetzt halt aus, ich sag mal, Gewichtsersparnissen kann man das ja auch. Ist ja immer ein anstatt großes Haspel, Thema, genau, ja, anstatt einer Haspel. Normalen Schlauch. Und was du halt hier an dem Vorteil hast, du kannst das halt unendlich verlängern. Ne? Jetzt sehe ich gerade, was hat denn hier schön ist. Was ist das für ein aufgegebenes Tint? Ja, das sind Schlauchtragekörbe mit Rollschläuchen. Ja. Ein Wickelschlauchtragekörbe. Das ist sogar dafür vorgesehen. Weil manche Feuerwehren machen die ja so in normalen Schlauchtragekörbe. Aber wir sehen hier diese ganzen Stifte, dass die auch wirklich darauf aufgerollt sind. Ne? Ja genau, und die sind auch alle verbunden. Das heißt, ja. Ihr zieht einfach raus und das wird dann nicht nachgeliefert. Genau. Witziges Patent. Ja, muss man auch mit einer Kurbel, machst du die auch halt, rollst du die auf. Du kannst den Korb kannst du nicht öffnen. Ja, okay. Das ist, du rollst sie wirklich mit einer Kurbel auf. Also das ist schon... Okay. Davon haben wir halt einen und dann haben wir halt noch zwei ganz normale Schlauchtragekörbe, ne? Also die man so eigentlich benutzt. Ne? Genau, und jetzt. Oh. Jetzt hier gar nicht durchgemacht. Auch eine Variante, ne? Man kann natürlich auch hier da durchgehen, ne? Ja, hier so eine Schlaufe durch, ne? Ja. Oh, was schafft. Aber gut. Ja, wie gesagt, das war unser Schnellangriff. Den kann man einfach hier rausziehen. Und wie gesagt, man kann ihn halt immer verlängern. Ne? Das kannst du bei dem Schlauchhaspel, kannst du das halt bei dem formstabilen Schlauch, kannst du es halt nicht verlängern. Ne? Da hast du halt nur deine. Das stimmt, das ist ein gutes Merkmal. Und halt die Gewichtsersparnis. Ne? Okay. Ja, hier haben wir nochmal einen mobilen Rauchvorhang. Ja. Den man dann halt vor die verrauchte Tür halten. In den Türrahmen spannt man den und dann können die Rauchgase... Genau, gibt es auch einen Film, den kann ich nochmal einblenden, wie man diesen mobilen Rauchverschluss setzt. Okay, und dann? Dann haben wir... ordentlich Hohlschraubrohre. Genau. Haben wir drei Hohlschraubrohre. Nur eins mal raus. Ja. 400er. Und hier haben wir sind halt die alle gleich oder sind die alle? Ja, das sind alles gleich. Okay. Und hier haben wir dann halt nochmal... Für den Angriffstrupp, ich sag mal, der Angriffstrupp geht auf die Seite, der Sicherheitstrupp dann vielleicht auf die Seite. Das war, ja. Dass die das Schlauchpaket, was war, das ist hier verstaut. Also das, was wir vorhin eben hatten auf der Matte, das ist genau. Papier für die. Okay. Und hier ist halt nochmal ein Brechwerkzeug und... Halligentool und so. Ja. Okay. Hier sind nochmal ein paar Schutzanzüge. Einweg, ja. Das ist halt einfach. Ja, voll, rappelvoll gewesen. Rappelvoll. Aber es war schön zu sehen. Also ich glaube, in 3-4 Jahren werde ich das Video sehen und sagen wahrscheinlich, guck mal, wie leer das nochmal war. Das ist halt das Zubehör für den Schlauchwickelkorb. Ja, okay. Da hängt man den halt einfach hinten an die Leiter dran und dann wickelt man den mit der Kurbel. Super. Ja, ein paar Seilschlauchhalter mit. Ah ja, okay. Ihr nehmt diese klassischen Schlauchhalter, die wir alle so machen, jetzt damit. Okay. Genau, dann machen wir einmal einen Knoten und dann hält er den Schlauch auf. Das ist wieder ein bisschen voller. Sind halt nochmal so ein paar Tücher. So ein Erdnägel, das Erdnagelzuggerät, das kann man oben drauf setzen und über eine Schlagbewegung immer die Erdnägel wieder rausziehen. Weil wenn die erstmal drin sind, dann sind die erstmal irgendwo versenkt, sag ich mal so. Ne? Mhm. Davon 9 Stück passe ich zur Ankerplatte. Das ist alles hier verlastet, alles schweres Gerät. Und zum Unterbau bei technischer Hilfeleistung auch noch ein bisschen Rüstholz. In der Kiste in verschiedenen Stärken, Größen machen, tun, Tralala, Platten, Keile.
Super. Alle nochmal dafür so braucht halt. Hier nochmal so Reserve-Standrohrschlüssel. Warum wissen wir nicht so? Es ist schon mal einer gebrochen. Ist schon mal einer gebrochen. Ja, ist schon mal einer gebrochen, ja. Also um dieses Ding hier, die Speichstelle ab. Wollen wir weg. So gar nicht schlecht. Dann geht es hier natürlich weiter, auch noch mit Unterbaumaterial von der Firma Wegener, das Starbox-System. Da oben haben wir auch alles an Decken für Kantenschutz und ja. In der schwarzen Tasche. Ach, Kantenschutz, wenn man sozusagen die Fahrzeuge genau. Aufschneidet, dass man sich da nicht verletzt. Metallkante oder so, Glas kaputt genau. Gemacht, dass man so überlegen kann, nicht verletzen. Wenn du einmal aus die schwarze Tasche raus, soll ich mal rausholen? Genau. Das ist unsere Patientenschutzdecke. Wenn so ein Patient im Auto eingeklemmt ist, zum Wärmehalt, Umwelteinflüsse, dann kann man den quasi mit dem inneren Retter zusammen einmal über den Kopf stülpen. Und dann sind die halt auch vor Glasstaub, Feinsplitter und Co. ganz gut geschützt. Mhm. Das ist quasi wie so ein mobiles Zelt. Mit einem Sichtschutz drin. Ne? Einfach den überstreifen. Und schon ist derjenige vor Witterungseinflüssen, Kälte und Wärme geschützt. Weil da oben natürlich auch noch Bereitstellungsplan und Co. Na gut, ist aber auch, wenn dein Fahrzeug nutzt, ist und machst die Scheiben kaputt. Ne? Genau, richtig. Also das ist ja auch transparent, damit die Leute auch. Hier in den ganzen gelben Kisten auch noch dieses Airbag-Sicherungssystem. Das macht man einfach übers Lenkrad, zieht es fest über so ein Gurtsystem und wenn der Airbag auslöst, bleibt er hier drin hängen. Auch in Hülle und Fülle vorhanden erstmal. Ja, super. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie gesagt, dann haben wir hier noch das, wir waren eben am Glasmanagement. Da gibt es einen Werkzeugkasten, der rein für Glasmanagement zuständig ist. Auch nochmal mit Folien dazu. Glasmaster. Wenn man Glas schneidet, nochmal FFP3, Mundschutz halt vor lungengängigem Staub. Mhm. Auch ein Gurtschneider. Ja, auch alles ab. Du wolltest nicht wegnehmen? Ja, alles gut. Und wichtig ist also, dass man diesen Mundschutz auch wirklich nutzt, ne? Dieser Dachstaub, gerade wenn man vorne am Sägen ist, nicht zu unterschätzen. Ne? Wenn du das im Körper hast, dann ist es drin. Dann ist es in der Lunge nicht angenehm. Ja. Dann haben wir hier mal was anderes, einen großen Kleberoller. Hier sehen wir standardmäßig, was du ja wahrscheinlich alle Vorderräder mitführen, 5 cm Klebeband. Okay. Wir führen hier in Bad Oeynhausen. Oh, das ist interessant, da will ich das sehen. Großes Klebeband. Ach, du ahnst es. 50 cm. Selbstklebend. So. Ach, das macht ihr hier nach Feierabend. Genau. Euch einwickeln gegenseitig. Ja, stellen wir vor, das ist hier jetzt eine Scheibe vom Auto. Dann kannst du hier hoch machen. Über die Drehbewegung ist das hier perforiert, die ganze Geschichte. Und kannst du dann abreißen bei der ganzen Geschichte. Klappt natürlich bei trockenen Autos, ganz klare Sache. Bei Regen ist es ein bisschen nicht so schön, aber. Du hast gleich 50 cm und bist ja nicht am. Pass auf, deine Rückenhaare jetzt, warte. Ah! und bist halt nicht in 5 cm Schritten, die sind ihrer dann am Abkleben sozusagen. Hier in dem Sack natürlich ein kleines Messer dabei, ein Mikrofasertuch für Feuchtigkeit. Funktioniert eigentlich wie die Fuß und dann kann man die Fensterscheiben, wenn man die kaputt kann, auch im Ganzen rausziehen. Also das hier schon richtig. Also das ist ein richtig mega cooles Fach hier. Also das hier. Eigentlich der Gipfel der Frechheit. Der Frechheit. Der Frechheit. Nee, aber das ist wirklich toll aufgebaut. Also, und hier muss ich sagen, ich finde diese Schubfahrsysteme nicht ganz so, nicht mein Geschmack. Das ist unterschiedlich, aber das hier ist top. Wie so eine kleine Schrankwand. Ja, also auch die Bedienung hiervon ist jetzt. Hast du jetzt doch noch zwei? Also das ist wirklich gut. Und hier haben wir halt nochmal ganz normal 0815 Folge Handwerkkästen mit Schraubenzieher, Hammer, Meißel. Kleine technische Hilfeleistung. Kleine technische Hilfeleistung. Weil das müsste DIN 14801 sein, glaube ich. Ja, das ist korrekt. Alles drin, vom Maßband bis über richtige Werkzeugkasten. Bis zu WD-40 kann man immer mal gebrauchen. Kleine Bügelsäge. Ein Knarrenkasten, kleinen Bügelsäger. Das, was man also als Feuerwehr mal braucht. Ein bisschen Fett dazu. Und dann nochmal der ordinäre Verkehrsunfallkasten, wo das Standardwerkzeug ist für den Verkehrsunfall. Kleinen Schraubenzieher, Batteriemanagement abklemmen. Frage, klemmt ihr Batterien ab? Ja, auf runter Golden, aber auch Schock, wenn man ja immer überlegen muss, was kann ich mit der Batterie an Restmöglichkeit machen. Ich spreche jetzt mal automatische Sitzverstellung an. Vielleicht kann ich die ja nutzen bei der ganzen Geschichte. Und sind wir ganz ehrlich, bei den neuen Oberklasse-PKWs, die haben nicht nur eine, zwei Batterien oder drei Batterien, wie auch immer, die alle abgeklemmt zu kriegen in den ersten Minuten. Also wenn man sagt, habe ich in den ersten 60 Sekunden nicht abgeklemmt, dann bleibt die auch dran und wir nutzen die Eigenspannung. Und neuere Fahrzeuge haben es ja auch nicht so, also ich kenne zum Beispiel jetzt vom BMW zum Beispiel länger oder so, dass die eigentlich eine Batteriepolabsprengung haben. Wenn die Airbags auslösen, wird der Batteriepol getrennt, ne? Ja. Verlierst du nur Zeit. Also manche, wie gesagt, was du auch schön sagst,
die elektrische Sitzverstellung muss ja auch nicht immer schlimm sein. Ne? Man, die kann dann ja auch helfen. Kann auch helfen. Mal, ne? Oder kann es auch mal richtig in Schwierigkeiten bringen, hat eine automatische Nullposition, fährt zurück. Ne? Genau. Ist der Patient schon nur so ein Stück vom Lenkrad entfernt, dann sitzt er. Ja, da, das muss man auch alles im Kopf haben und auch gucken. Darum sagen wir, wenn unter 60 Sekunden die Batterie nicht zugänglich ist und abklemmbar ist, dann bleibt die da. Genau. Bleibt die da, wo sie ist. Okay, jo. Super. Das war es erstmal so einen großen Part technische Hilfeleistungen. Wir bauen immer auch eine große Bereitstellungsplan auf mit den ganzen Ordnungen im Einsatzfall, gerade nachts. Und dann habt ihr schon unser Fahrzeug in Werste gesehen. Also wie gesagt, es waren hier mehrere gerade aus der Ortswehr Werste hier, die uns zur Seite gestanden haben oder mir zur Seite gestanden haben, mit der Crew und mir. Also dafür erstmal einen schönen Dank. Also das Fahrzeug ist schon echt durchdacht. Super. Kann man nichts weiter zu sagen. Hat alles drauf. Ich würde jetzt nicht wissen, was da fehlt. Wie viel Wasser habt ihr an Bord? 2000 Liter. Warum auch nicht, ne? Okay. Gut. Super. Sehr schön. Ich find's klasse. Ja, das ist eine süße Truppe. Also schön, dass wir hier sein durften bei euch, die Fahrzeugvorstellung. Sehr gerne. Meine kurze Frage zu euch, wie sieht das bei euch aus? Wie viele Aktive seid ihr? Wir haben derzeit 45 Aktive und davon zwei Frauen, ne, in unserer Löschgruppe. Und, ja, also verhältnismäßig können jetzt noch mal ein paar Frauen auch noch mal dazu, ne? Oder? Selbstverständlich. Klar, sind gerne gesehen. Ne? Das ist jetzt die Frage, jetzt die typische Frauenfrage, ja, kann ich das denn alles, was ein Feuerwehrmann kann? Klar, auf jeden Fall, kriegen wir hin. Ja, ist so, ne? Kein ist so. Problem in der heutigen Zeit. Ne? Genau, es ist auch nicht so, also es gibt auch Frauen manchmal, die auch konditionsstärker sind als Männer, habe ich auch schon erlebt. Definitiv. Also bei mir auf alle Fälle. Nein, aber ich meine jetzt ernsthaft, nicht jeder, ob nun Mann oder Frau, muss jetzt mit zwei Verletzten auf dem Arm die Treppe runterlaufen. Es gibt Funker bei der Feuerwehr, es gibt Straßensperrung, Wasserversorgung aufbauen. Das ist ja alles auch wichtig. Wenn das nicht funktioniert, klappt das andere auch nicht. Das muss alles gleich gut klappen. Deshalb, egal ob groß, klein, dick, dünn, Frau, Mann, divers, was weiß ich. Alle sind gern gesehen. Wann habt ihr mal Dienst? Wir haben immer alle 14 Tage dienstags um 19.30 Uhr Dienst, von den Aktiven her. Unsere Jugendfeuerwehr immer alle zwei Wochen, auch montags um 18 Uhr, bei uns im Gerätehaus. Alle sind herzlich eingeladen, die Lust und Interesse haben, bei uns vorbeizukommen. Okay. Also lustige Truppe kann ich nur empfehlen. Guckt ihr mal, habt ihr eine Webseite oder sowas? Wir haben eine stadtinterne Facebook-Seite. Facebook-Seite. Ich blende euch mal die Adresse hier mal ein. und dann einfach mal gucken. Also das heißt, man kann einfach schreiben an euch, ne? Genau. Christopher. Sebastian. Einfach mal anschreiben, wie ist das denn, wann ist das jetzt, welchen, was war das, Dienstag? Dienstag alle 14 Tage, 19.30 Uhr. Das heißt gerade Woche, ungerade Woche, wie macht ihr das? Oh, da bin ich jetzt auch fragt. Ungerade. Aber es hängt auch im Dienstplan am Gerätehaus aus. Der also jede zweite halt, ne? Ja, jede Woche eingesehen werden kann. Jede zweite Woche halt. Also hängt am Gerätehaus im Dienstplan? Ja, auf jeden Fall. Gerätehaus, wo ist das denn bei euch? Ringstraße 37 in dem schönen Ortsteil Bad Oeynhausen-Werster. So ist es. In den schönen auch noch, ne? Nicht in dem Ortsteil, in den schönen Ortsteil. Okay, wir sind hier gerade an der Grundschule hier. Wunderbar, also richtig toll. Richtig schnuckeliges Örtchen. Hat sich die Fahrt ja gelohnt. Schönen Dank. Eine Kleinigkeit habe ich noch für euch. Wenn ich jetzt eure Fahrzeuge schon vorgestellt habe, hinterlasse ich immer so ein kleines Brandzeichen. Ist das in Ordnung für euch, wenn ich mal euer Auto mal markiere? Sehr gerne. Kein ich weiß nicht, ob es eine Wertsteigerung ist, aber wir gucken mal. Laurent, hast du mal. Wo darf ich denn euer Fahrzeug mal. Ich denke, damit das alle sehen, viel beim Einsteigen, werden wir das hier. Dezent, ne? Aber prominent. Dezent und prominent in die Tür. So hier so aufs Metall? Hier aufs Metall oder auf dem Reflexstreifen, da wo es gut zu sehen ist. Ja, dann hauen wir auf, ne? Ist so. Gut. So sieht das ungefähr aus. Das ist dann das, was ich da für euch. Nur als kleine Erinnerung. So, um 10.000 Euro Wert gesteigert. Genau. Ja. Sehr schön. Als Erinnerung nochmal schönen Dank und lieben Gruß. Super. Okay. Ja, aber ein Auto haben wir ja noch und das gucken wir uns dann im nächsten Video auch nochmal gemeinsam an. Ne? Bin ich ganz gespannt. Supi, schönen Dank. Gerne. Jungs.
5er. Okay. Kamera stoppen.